Day. Wenn ihr euch Rezepte wünscht, dann sind es meistens schnelle und einfache Rezepte und vor allem Snacks. Deswegen dachte ich mir, ich widme heute mal einen Food Friday Snacks und pimpe klassische Snacks ein bisschen auf, mach sie ein bisschen ja, fancier, vielleicht auch ein bisschen gesünder, ausgewogener oder überlege mir was Neues. Und ich dachte mir, ich mache das Ganze nach so einem bestimmten Motto. Ihr wisst ja vielleicht, ich liebe Datteln zum einen, aber vor allem auch Nussmuse in jeglichen Variationen. Deswegen habe ich mir heute mal 4 Snacks überlegt, die ihr ganz einfach nachmachen könnt und vor allem auch gut vorbereiten könnt. Ich finde, die kann man auch immer gut für unterwegs mitnehmen und probiere die aber zusammen mit euch aus. Also ich habe sie vorher auch noch nicht gemacht. Ich habe sie mir nur mal aufgeschrieben und sie mir ganz lecker vorgestellt. Und bevor wir anfangen, noch ein kleiner Reminder. Mein neues veganes, gesundes Weihnachts-E-Book Wir feiern vegan ist ja gerade rausgekommen vor ein paar Tagen. Und zur Feier dieses Anlasses habe ich ja einen 20%igen Launch-Rabatt für euch eingestellt. Und der geht noch bis zum 22.11.22. Also nutzt den auf jeden Fall noch. Ich dachte mir, ich kann euch damit was Gutes tun, damit ihr schön, gesund und voller Freude in die Vorweihnachtszeit starten könnt. Ich freue mich riesig über all euer tolles Feedback aus der letzten Zeit. Bin da noch am Sammeln und Durchstöbern. Vor allem habe ich schon die ersten Nachkreationen bekommen. Also vielen herzlichen Dank dafür. Hab ganz viel Freude damit weiterhin. Und wir starten jetzt mit unseren heutigen Rezepten. Wir fangen an mit so knusprigen Riegeln, so stelle ich mir sie zumindest vor. Deswegen habe ich hier schon mal so ungesüßte Cornflakes hingestellt und auch so Reiswaffeln. Und die Creme werde ich aus Datteln machen als süße Ersatz. Dann außerdem cremiges Nussmus und zwar aus Erdnüssen. Das ist jetzt aus ungerösteten Erdnüssen, deswegen ist es ein bisschen heller. Gibt es aber auch aus gerösteten, das schmeckt noch intensiver, das ist auch ein bisschen dunkler. Zimtpulver und Salz kommt noch mit rein, weil ich hier dieses Salty Caramel mega gerne mag und außerdem pflanzlicher Drink und obendrauf dann noch etwas Schoki. Und ich werde jetzt erstmal alle Zutaten für die Creme in einen Mixer geben, also die Datteln, dann das Nussmus, die beiden Pulver, also Zimt und Salz und den pflanzlichen Drink und alles werde ich dann zu einer Creme vermixen. Und die fülle ich dann schon mal in eine große Schüssel. Und in diese brösel ich dann die Reiswaffeln. Da könnt ihr auch Maiswaffeln zum Beispiel nehmen, alternativ, oder Dinkelwaffeln. Die brösel ich so grob klein, genauso wie die Cornflakes. Und dann wird einfach alles zusammen gemischt, sodass es eine gleichmäßige, grobe Masse bildet. Okay, wow, allein diese Masse ist schon richtig lecker geworden und vor allem auch schön knusprig, obwohl wir das jetzt mit so einer Creme vermischt haben. Und ich werde es jetzt hier in so eine Form füllen. Da habe ich so einen Trick für euch. Und zwar, wenn ihr das Backpapier einfach so ein bisschen mit den Händen zusammenknüllt und dann wieder auseinanderfaltet, dann könnt ihr das ganz gut in irgendeine Form reinpacken und dann rutscht das dann nicht mehr so leicht wieder raus. Und dann können wir jetzt die ganze Masse da reingeben und dann richtig schön platt drücken, sodass wir am Ende da so kleine Riegel oder Häppchen draus formen können. Und dann kommt das Ganze erstmal in den Tiefkühler, während wir die Schokolade schmelzen. Wenn die Schokolade schmelzt, dann könnt ihr auch einfach einen Topf mit heißem oder kochendem Wasser befüllen, dann auf einen Untersetzer stellen, anstatt das auf dem Herd zu erhitzen. Und dann packt ihr einfach eine Schüssel oben drauf, am besten so eine Metallschüssel, damit die Schokolade schneller schmilzt. Da habe ich zumindest die Erfahrung mitgemacht. Und dann gebt ihr die da rein. Das Wichtige ist einfach nur, dass da kein Wasser mit reinkommt, denn sonst könnt ihr die Schokolade Klümpchen bekommen. Wow, ich war jetzt schon ein bisschen zu ungeduldig und habe sie jetzt schon früher aus dem Tiefkühler geholt. Deswegen sind sie jetzt noch nicht ganz so fest geworden. Aber oh mein Gott, das sind solche Klopper geworden. Mega. Also ich habe ja schon diesen Teig an sich probiert. Das war schon richtig lecker. Aber mit der Schoki, perfekte Ergänzung. Das könnt ihr natürlich auch in der Kakao-Variante machen. Also zum Beispiel auch hier unten noch Kakaopulver mit reingeben oder Ingwerpulver, um das ein bisschen würziger zu machen. Oder auch selbstgemachtes Lebkuchengewürz. Das stelle ich mir jetzt auch sehr lecker vor, gerade in der Weihnachtszeit. Als nächstes gibt es was Herzhaftes. Ich habe hier schon mal ein paar Zutaten bereitgestellt. Ich liebe ja solche Mini-Brezeln als Snack, aber ich finde, die kann man noch mal ein bisschen aufpimpen. Das werden wir hier mit diesen Zutaten. Ich habe hier Hefeflocken für so einen käsigen Geschmack, dann getrockneten Rosmarin, Paprikapulver, Pfeffer und getrockneten Schnittlauch. Ich habe jetzt kein Salz genommen, weil die ja schon gesalzen sind, aber wenn ihr welche ohne Salz findet, könnt ihr gerne noch Salz dazugeben. Ein bisschen was Süßes kommt mit rein und zwar eine Prise, wollte ich gerade sagen, ein Schuss Ahornsirup, damit das Ganze auch so ein bisschen
karamellisiert. Dann haben wir jetzt alternativ zum Nussmus einen Sesammus, also nussfrei. Da könnt ihr auch gerne Sonnenblumenmus nehmen oder auch Mandelmus alternativ. Und dann kommt außerdem noch Senf mit rein. Das bringt noch so ein bisschen schöne Schärfe mit rein. Und das ist ja auch so ein bisschen cremig von der Konsistenz her. Und die ganzen Zutaten werde ich jetzt einmal in eine Schüssel geben. Also die Kräuter, Ahornsirup, das Sesammus und den Senf. Das werde ich einmal vermischen, dass es schon mal so eine gleichmäßige Creme wird. Und dann kommen die Mini-Brezeln dazu und die werden dann untergerührt, sodass jede Brezel ein bisschen was von der Marinade abbekommt. Ich habe jetzt schon mal den Ofen vorgeheizt und auf ein Backblech mit Backpapier kommen jetzt die Brezeln. Die könnt ihr mit den Fingern so ein bisschen auseinander zupfen, dass die alle so relativ einzeln liegen und nicht so übereinander. Und dann kommen sie auch schon ab in den Ofen. Ich schaue mal, wie lange, damit sie so richtig schön knusprig werden. Danach lassen wir sie ein bisschen abkühlen und dann kann das Ganze auch schon genossen werden. Ich habe mir direkt mal ein paar Brezeln geschnappt. Die Creme ist richtig gut dran haften geblieben. Ich habe allerdings noch ein bisschen Apfelessig dazu getan, weil das dann doch relativ fest war. Schreibe ich euch dann gerne mit ins Rezept rein. Hier ist auch so ein richtig großer Brocken dran. Auch an Gewürzen könnt ihr da zum Beispiel die eurer Wahl nehmen. Ich glaube, so Thymian oder auch Basilikum würde da richtig gut passen. Rosmarin ist ja schon sehr geschmacksintensiv und streng, sage ich mal, vom Geschmack her. An Gewürzen könnt ihr da auch gerne variieren, auch vielleicht so eine Curry-Variante machen und dann noch ein bisschen mehr Ahornsirup nehmen, um das noch ein bisschen süßlicher zu machen. Also da fällt euch bestimmt ganz viel ein. Wahrscheinlich würden es die meisten nicht mal wirklich als Rezept bezeichnen, aber ich dachte mir, weil wir jetzt hier schon die Brezeln haben und ich die Kombi mit Datteln liebe, weil es dann ja so süß-salzig ist, mache ich so Doppeldecker und zwar mit Bananen. Die könnt ihr alternativ auch noch in Schokolade einmanteln oder ummanteln. Dazu kommt wieder Erdnussmus, auch wieder hier, da könnt ihr das Nussmus eurer Wahl nehmen. Und da werde ich jetzt erstmal die Datteln entkernen. Die haben nämlich innen noch so einen Kern, diese Mazafati-Datteln. Die kaufen wir immer in so türkischen Supermärkten und die sind ziemlich weich und karamellig. Und die Bananen können wir dann schälen und in so relativ große Kreise, also so Stücke schneiden. So, und jetzt muss ich selber mal gucken, wie ich das Ganze stapel. Ich wollte solche Doppeldecker machen. Und ich denke mal, ich werde dann versuchen, einfach so das Ganze in eine Dattel hinein zu transportieren. Also dass außen jeweils eine Hälfte Dattel ist und innen kommt dann irgendwo die Banane, das Nussmus und auch die Brezel mit rein. Ich habe mir jetzt doch nochmal was Zusätzliches überlegt, weil ich dachte, Schoki passt auf jeden Fall auch gut dazu. Und ich glaube, das sieht auch ganz cool aus, wenn ich mir jetzt jeweils einen von diesen Doppeldeckern schnappe und den einfach so bis zur Hälfte in Schoki eintunke. Huch, da muss man ein bisschen gucken, dass die auch zusammen kleben bleiben. Haben wir hier so einen halben Schoki, halben offenen Doppeldecker. Sieht so köstlich aus. Wow, was mir eben noch spontan eingefallen ist, man könnte die auch in den Tiefkühler tun, denn dann würde die Banane so einfrieren und fest werden und dann wäre das so eine Art Nice Cream in so einer Salted Caramel Creme mit Schoki außenrum. Mega. Die sehen irgendwie aus wie so kleine Stühle. Richtig süß. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich die essen soll. Schmeckt? Schmeckt. Na, du hast aber ein bisschen Schoki da rumgehängt. Ich habe noch ein schönes, eigentlich kein Rezept für euch. Und zwar pimpen wir unseren Nussmus jetzt mal ein bisschen auf. Das kann man ja auch richtig gut so zum Dippen benutzen. Aber wir nehmen erstmal zwei verschiedene, also Erdnussmus und auch Tahin. Dann habe ich jetzt hier verschiedene Kerne wie Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und auch Sesam und eine Prise Salz. Und das mischen wir jetzt alles zusammen zu einem ausgewogeneren und vor allem auch nährstoffreicheren Nussmus mit verschiedenen Nüssen, Samen und Kernen. Da könnt ihr auch ganz viele verschiedene andere reintun, wie zum Beispiel Walnusskerne oder auch Kakaonips oder Mandeln, Cashewkerne und so weiter, um das Ganze noch ein bisschen mehr aufzupimpen, sogar Kakaopulver. Außerdem Zimtpulver, Ingwerpulver, für die Süße noch ein bisschen Ahornsirup. Also seid ihr ganz variabel. Ich sag's euch. Gebt mir Nussmus und ich bin happy. Und bei so einer
gepimpten Variante. Irgendwie pimpen wir heute alles auf. Bin ich noch viel glücklicher. Also das ist jetzt so richtig schön ausgewogen, auch ein bisschen crunchy. Kennt ihr so crunchy Erdnussmus? Könnt ihr euch einfach selber machen, indem ihr einfach ganz viele verschiedene Nüsse, Samen und Kerne damit reingebt. Und das könnt ihr dann entweder zu Staudensellerie nehmen zum Dippen oder auch für Äpfel, also auch für Obst gerne oder Karotten. Das schmeckt, finde ich, auch richtig gut. Oh, ich liebe diese Konsistenz. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr da so reinmachen würdet. Eher so in die herzhafte oder vielleicht auch in die süße Richtung. Ich hoffe, im heutigen Food Friday war was für euch mit dabei. Also wie schon angekündigt, sind ja sehr simple Rezepte gewesen aus so Basic-Zutaten. Aber ich finde, wenn man einen Snack möchte, dann soll es ja auch schnell und einfach gehen. Deswegen hoffe ich, dass die dann ideal passen, wenn es bei euch mal soweit ist. Alle Rezepte findet ihr wie immer auf meinem Foodblog. Die verlinke ich mal in der Infobox. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr als erstes ausprobieren werdet. Schickt mir immer gerne Fotos oder verlinkt mich. Da freue ich mich riesig. Auch über eure Unterstützung in Form von einem Kommentar oder Like oder Abo von meinem Kanal. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!